Hallo, heute zeige ich euch, wie die feste Masche geht. Dazu benötigen wir Wolle und eine Häkelnadel und wenn es geht, ein angefangenes Häkelstück. Als erstes stechen wir in die nächste Masche der letzten Runde, so dass beide Maschenglieder auf der Nadel sind. Dann holen wir den Faden, ziehen ihn durch. Dann haben wir zwei Maschenglieder auf der Nadel, holen den Faden wieder und ziehen ihn durch beide Glieder durch. Also nochmal. Durch die vorherige Masche der letzten Runde, Faden holen, durchziehen und Faden holen und durch beide Maschenglieder durchziehen. Nun habt ihr die ersten festen Maschen gehäkelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald. Bei Gefallen lasst doch ein Like oder vielleicht auch ein Abo da.